Geliebte Freunde, ich weiß ja, dass ihr nicht alle mitfahren könnt. Und alle, die jetzt zu Hause bleiben wollen, müssen, nicht können und so weiter, die können aber etwas für sich selber tun. Und zwar etwas gewaltig Gutes. Das gewaltig Gute ist, wie wir jetzt immer, immer mehr sehen, bei denen, die jetzt schon lange bei mir sind, jahrelang zum Teil, und wo es innerlich immer heller wird, das sind die Durchlichtungsanalysen. In den Durchlichtungsanalysen beeilt sich jetzt Vater, uns alles aufzuzeigen, was uns in irgendeiner Form noch belastet oder hindert, Richtung Lichtreich zu gehen. Stück für Stück. Bei einer Patientin haben wir jetzt ein riesengroßes Feld, lauter so große Steine, rotbraune Belastung. Und da, wo sie angefangen hat, die Steine aufzuheben und runter zu gucken, da ist unter jedem Stein ein Stichwort. Und jedes Mal arbeiten wir mit dem Stichwort und dann auch mit den Menschen, die unter dem, was damals passiert ist, gelitten haben. Oh, und das gibt da manchmal Mengen von Seelen, die sich da zusammenfinden und die dann erst noch vergeben dürfen. Oi, oi, oi. Und das gibt dann eben sehr, sehr, sehr viel, naja, Trauer über sich selbst oft mal. Wenn man denkt, wie konnte ich sowas nur irgendwann mal anstellen? Naja, aber es ist da. Und die entsprechenden Krankheiten und Schmerzen, die dazugehören, sind auch da. Also gucken wir uns die jetzt an, gehen hinein in diese Krankheit, in diesen Schmerz, gucken uns die Bilder an, die dazugehören. Die Filme, die Videos, das, was man damals mal gemacht hat. Es ist ja alles in uns gespeichert. Und dann bearbeiten wir das, eins nach dem anderen. Oh, manchmal habe ich da Patienten, die wirklich lange, fast den ganzen Tag daran arbeiten, bis sie das alles aufgeräumt haben, was dann unter einem oder maximal zwei Steinen dann steht. Aber dann verwandelt sich der Stein in Licht. Und das Licht fließt dann wieder in die Person zurück und die Person fühlt sich dann einen Haufen leichter, leichter, lichter. Und die Farben werden klarer, die in den Seelenebenen zu sehen sind. Und auch Richtung Lichtreich, da werden die Farben ja auch immer klarer. Und immer mal wieder sieht man auch Jesus Christus. Er hilft. Er hilft dabei, dass die Seelen vergeben können. Und er hilft auch dabei, dass man selber die Belastung los wird. Er schickt dann Michael, alle Zellen des Körpers zu reinigen von diesen Belastungen, alle wieder rauszuziehen, in Gottes Urquell zu waschen und zu wandeln und dann nachher frisch gewaschen wieder einzusetzen. Und so fühlt man sich dann nach so einer Durchlichtung wie wirklich von innen gut durchgewaschen und dann auch dem Vater immer wieder ein bisschen näher. Das ist wunderschön. Und eben dann, wenn wirklich alles geputzt ist, alles. Ich hatte das im letzten Jahr, glaube ich, bei einer Patientin, die hatte so einen Druck in ihrer Seele und wollte und wollte und wollte und wollte arbeiten und arbeiten und arbeiten. Hat sie auch gemacht. Sie ist fast jede Woche gekommen und hat dann eben, manchmal glaube ich sogar zweimal die Woche, hat dann an ihren Belastungen echt geschrubbt und hier einen Schmerz rausgeholt und da einen Schmerz rausgeholt und da eine Unwohlsein rausgeholt und alles war dann bearbeitet, bis sie zum Schluss ganz weiß gewesen war selber und auch weiß sah. Da war kein Rand mehr, da war kein Stein mehr, nichts. Ja, und sie, die schon so lange immer den Vater angefleht hatte, dass sie rübergehen durfte und er sagte, geht noch nicht, Kind, es ist noch was zu bearbeiten. Dann nachher, wo wirklich nichts mehr zu bearbeiten war, da durfte sie auch gehen. Ah, da hat man gesehen, wie glücklich sie war. Wunderschön.
Und das ist ja das Ziel, dass wir hier auf der Erde alles ablegen können, was uns noch belastet und was wir vielleicht auch unwissenderweise hier auf der Erde getan haben, gesagt haben, vielleicht im guten Willen gedacht haben, wir tun es richtig und es war doch daneben. Auch das hilft uns, Vater, alles aufzuarbeiten. Und der schöne Unterschied, den ich jetzt sogar auch von meinen lebenden Menschen, Jungs, Helfern gehört habe, ist sehr, wenn Vater mit einem arbeitet, dann arbeitet er immer im Wohlwollen. Du hörst nie eine Rüge, aber er sagt dir schon, was noch zu bearbeiten fehlt. Und er sagt dir dann auch schon, wie man das bearbeitet und wo man dann seine Sichtweise manchmal ein bisschen ändern muss, damit man die Sichtweise des Vaters jetzt auch annimmt. Und ihr seht ja, ich habe ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, aber ich habe keine Brille. Die Sichtweise des Vaters anzunehmen, hat geholfen. Und dadurch bin ich weder weitsichtig noch kurzsichtig. Und das ist etwas, was ihr auch sein könnt. Nehmt die Sichtweise des Vaters an. Wie sieht er die Dinge? Und dann werdet ihr merken, dass es euch selbst immer leichter wird. Und dass man dann auch Sachen auf einmal versteht und anders sieht, die man vorher überhaupt nie so gesehen hat. Und dann kann man dann sagen, ja, es ist halt der Stand meines Nächsten. Der ist halt so, aber er wird es dann schon noch lernen, was ihm fehlte. Wir mussten so lachen, als dann nachher von einer meiner ganz Lieben die Mutter rübergegangen ist. Und sie war kaum drüben, dann kamen sie runter. Da ist so oben sowas, so wie so ein Balkon, kann man das vielleicht nennen, so eine Art Balkongeländer, wo man dann in die hören, auf der Erde auch sprechen kann. Und dann stand sie dann da und hat dann ihrer Tochter gesagt, du Mädel, das, was die Claire gesagt hat, das stimmt alles. Ich habe das gar nicht geglaubt, aber das stimmt wirklich. Und dann war dann meine Freundin so glücklich über diese Aussage, es ist alles richtig. Sie hat kein Falsch gesagt. Und über das bin ich noch so glücklich. Und ich bin so zufrieden, dass Vater so glücklich mit mir ist. Manchmal, wenn ich dann wieder so ein Schlawiner habe und ich halt eine schöne, gründliche, wohlwollende Standpauke, dann sind sie schon zu mir gekommen und haben gesagt, du, bei dir ist das ganz anders, Claire. Wenn du mit einem schimpfst, dann ist das immer wohlwollend. Und immer so, dass man was daraus lernt. Es ist nie, wie man hier sagt und wie mir die Jungs dann noch sagen, Maler. Also es ist nie im schlimmen Sinne gemeint, sondern es ist so der Klaps auf den Hintern in die richtige Richtung. Da musst du lang. Warum hängst du denn immer wieder an den Charakterzügen fest, an den Haltungen? Weil in den Durchlichtungen, gerade auch in letzter Zeit, bearbeitet Vater viele Haltungen. Viele Charakterzüge und auch viele Sachen, wo die Menschen einfach stur drauf rumreiten, was für sie immer wichtig war. Das kann man nicht vergeben. Ja, wenn du es nicht vergibst, bleibst du da stehen, wo du bist. Willst du das? Nee. Ja, also dann vergib. Erst wenn du vergeben kannst, kannst du einen Schritt weiter und der andere auch. Und vielleicht seid ihr eines Tages kurz vor der Himmelstüre wieder Freunde. Das wäre jetzt eigentlich das Ziel, was Vater für alle Kinder anstrebt. Dass wir allesamt als Freunde durch das Himmelstür gehen. Sonst, wenn dann noch eine Belastung drauf ist, ist die Himmelstüre nicht offen. Geht nicht. Ja, mit Umverziehen kommst du nicht durch. Da sind auch einige, die das immer wieder pflegen und meinen, auch wenn ich das nicht verzeihe, komme ich in den Himmel. Unmöglich, geht nicht. Gehe hin, sagte Christus. Mache Frieden mit deinem Bruder und dann folge mir nach. Genauso, anders nicht. Anders geht das nicht. Und das ist das, was Jesus Christus mit uns in der Durchlichtung immer wieder durchexerzieren will, bis wir wirklich die allerletzte Zelle unseres Körpers hell und rein haben.
Und dann ist die Himmelstüre offen. Und dann kann man den Schritt in das Lichtreich zum Vater machen. Vorher geht das nicht. Also deswegen lohnt es sich, wirklich die Durchlichtung zu machen. Und jetzt, vor nicht langer Zeit, habe ich dann nochmal Vaters Stimme gehört. Und dann hat einer ihn gefragt, ja, sehe ich meinen Lebensfilm gar nicht? Einer, der gerade rübergegangen war. Nö, sagte Vater, den hast du doch zu Lebzeiten schon bearbeitet. Das waren die Durchlichtungen. In den Durchlichtungen hast du alles bearbeitet, was noch von deinem Leben anstand und was jetzt bearbeitet, schon weg ist und schon im Urquell gespült ist und du kannst durchgehen. Ah, so geht das. Ja, das ist der Grund. Ja, ah, okay. Und dann hat derjenige verstanden, die Seele. Habe ich mich gefreut. Und mein Vater schaute zu mir runter und schmunzelte. Sagte, das ist der wirkliche Sinn und Zweck der Durchlichtungen. Sie ziehen eigentlich den Lebensfilm vor und du kannst hier zu Lebzeiten noch alles zu bearbeiten und alles bearbeiten, was du sonst in den Seelenreichen weiter bearbeiten müsstest. Ja, dann lohnt sich's doch. Also seid alle herzlich eingeladen. Eine Durchlichtung dauert meist ungefähr so 4 Stunden, mindestens. Es ist dann das Vorgespräch, wo ihr mir das Leben erzählt. Dann kommt eine gute Stunde, manchmal auch 2 Heilstrahlungen, auch über die Ferne. Die Kilometer spielen beim Vater keine Rolle. Ich habe dann neben meinen Kopfhörer auf und strahle dann in euch hinein und gucke mir dann eure Filme an. Und dann nachher erzähle ich euch das ganz genau. Und dann gehen wir miteinander in die Innenschau und dann seht ihr selber, was noch zu bearbeiten fehlt, was in diesem Leben noch anstand und was dann jetzt eben noch bearbeitet werden darf, bevor wir durch die Himmelstüre ins Lichtreich schreiten. Danke, liebe Geschwister, und herzlich willkommen bei der nächsten Durchlichtung. Schreibt mir und sagt mir Bescheid und ich werde mir für euch Zeit nehmen. Okay. Vielen Dank. Amen.